Hallo Burkheide, hallo Welt. Ja, Matze allein zu Hause, der Lutze fehlt und deswegen bin ich heute auch nicht beim Lutze unterm Dach, sondern mal in meiner Rumpelbude und mache das Video heute mal von hier. So, was haben wir denn? Gruß der Woche. Ja, Lutze ist zwar weg, aber natürlich lässt er es sich nicht nehmen, euch auch mal und mich scheinbar auch noch hier mal zu grüßen von seinem kleinen Ausflug. Bitteschön. Hallo Matze, hallo Borkheide, hallo Welt. Heute bin ich mal unterwegs, wie man hier sieht, in einer wunderschönen Gegend hier in der Toskana in Italien. Ich mache hier 2, 3 Tage Urlaub und bin am Donnerstag schon wieder zurück. Aber hier ist natürlich richtig cool hier, warm. Gestern hat es mal richtig geregnet, aber ordentlich, aber nur für eine Stunde und war nachher auch wieder weg. Aber wir treiben uns noch eine Weile in der Toskana rum. Und wie gesagt, wer hier mal hin will, lohnt sich, kann sich das mal angucken. Wir waren in Siena gewesen, da haben wir uns gestern die Füße abgelatscht. Eine wunderschöne alte Stadt und ein paar Bilderchen werden wir sicherlich davon mal zeigen. Jedenfalls wünsche ich euch alles Gute. Lasst euch nicht die letzten Urlaubstage vergraulen und bis später. Tschüss, mach's gut, Matze. Ja, danke Lutze. Sieht ja schön aus bei dir. Ich hoffe, du hast da auch schönes Wetter. Und Wetter bei uns, da kommen wir nachher nochmal dazu. Was natürlich unser derzeitiges Wetter mit ein bisschen Regen gebracht hat, ist natürlich, dass die Waldbrandstufe mittlerweile auf 2 heruntergegangen ist und es da erstmal Entwarnung gibt hier für unsere Gegend und nicht so, es nicht so schlimm ist, wie in den letzten Jahren es hier war. Thema Waldbad. Aber ganz kurz, das Waldbad hat noch ungefähr 6 Wochen offen. Und wir konnten schon dieses Jahr 8.000 Gäste ungefähr begrüßen, bis hin zu 8.400. Und müssen aber leider vermelden, dass das Waldbad am 4.8. am Vormittag nicht öffnen kann. Wir öffnen am 4.8. am Mittwoch erst um 14 Uhr. Denn das Thema Rettungsschwimmer, über das wir schon öfters gesprochen haben, die dann irgendwann doch fehlen, aufgrund fehlenden Nachwuchses und unsere Rettungsschwimmer, die uns jahrelang hiermit betreut haben, auch mal wegziehen oder schulisch etc. da Probleme haben, ist am Mittwoch früh das Bad nicht geöffnet. Es tut uns sehr leid, wir würden es auch gerne ändern, aber wir brauchen noch ein bisschen Vorbereitungszeit und damit ist das Thema leider nicht anders zu gewährleisten. Also Mittwoch das Bad ab 14 Uhr geöffnet. Das DAK hat informiert, dass es jetzt eine Veränderung der Testverordnung gibt und ab dem 1.8. wird das Testergebnis in den jeweiligen Testzentren in digitaler Form bereitgestellt. Das sieht dann so aus wie hier, wenn man sich auf der Webseite anmeldet für den Test. Und in Brück ist auch nach wie vor am Freitag von 9 bis 13 Uhr Testzeit. Dort dann auch bitte die Krankenkassenkarte mitbringen. Was haben wir noch die Woche? Es geht wieder los. Es gibt neue Schüler und zwar auch in der Grundschule Burgheide. Am 7.8. ist dort Einschulung. Wir wünschen natürlich allen von unserer Seite aus eine schöne Einschulung, eine schöne Einschulungsfeier und dass ihr auch frisch in das Schuljahr starten könnt hier in der Grundschule Borkheide. Am 9.8. haben wir noch im Gemeindehaus Borkheide 10 Uhr das Frauenfrühstück von der DFB Basisgruppe. So, was haben wir noch? Ein Termin, noch ein Termin. Am 8.8. ist wieder Sunday Lunch im Fliegerheim. Beim letzten Mal ist es ein bisschen untergegangen. Das habe ich nur von Ferne gehört, dass es war, aber man weiß ja mal nicht, finden Veranstaltungen statt oder nicht. Aber am 8.8. Search on the Roots, Skiffle und Jug Band mit traditioneller Tanz- und Unterhaltungsmusik aus den Südstaaten der USA. So, was klingelt hier? Oh, Lutze nochmal. Na dann. Hallo Matze, hallo Borkheide. Du kannst doch nicht in Ist Luft und Montag? Fliegen, wa? Nein, es ist Montag und du weißt, wir müssen Montag immer Sendung machen. Machen wir. Ja. Und jetzt sind wir hier in der Toskana. Und ich sitze nicht bei dir oben im Zimmer. Und du sitzt nicht bei mir im Zimmer und wir haben hier eine schöne View, siehst du? Ja. Und eine schöne Gegend, oder? Aber hier, schau mal hier, jetzt drehen wir nochmal ins Hotel rein. Ja, sieht ja fast aus wie in Borgheide. Ja, aber nur fast, ne? Ja. Natürlich. Beste Grüße hier aus der Toskana, aus Menzanello. Wir sind hier in der Villa Savolini. Haben eine Hochzeit gefeiert. Ein paar Gäste sitzen noch hier. Der meiste Teil ist schon abgefahren. Wir reisen allerdings erst am Mittwoch und lassen uns hier noch ein bisschen die Sonne auf dem Bauch scheinen. Unterschied zu euch. Bei euch scheint die keine Sonne, ne?
Ja, das ist jetzt heute noch ein bisschen durchwachsen und so Mittwoch ist es vielleicht auch nicht ganz schön, aber das werde ich im Wetter nachher nochmal ausbreiten. Genau, und wir gehen nachher nochmal schön essen und lassen uns hier gut gehen und freuen uns, dass wir ja, Mensch, endlich mal Urlaub haben. War ja, glaube ich, noch nicht einmal weg im Urlaub gewesen, seitdem ich den Kanal hier mache. War ich noch nie weg, ne? Du hast extra auf die Corona-Zeit gewartet, um endlich mal Urlaub zu machen. Genau, da habe ich meine Ruhe ist nicht so voll. Nee, ist schön. Wir haben ja einen schönen Pool hier. Es ist leicht windig hier und sehr angenehm. Damit wird es nicht so warm. Da hält man ein bisschen aus. Aber wir hatten auch schon 37 Grad gehabt. Ich hoffe, die habt ihr nicht. Nö, auf keinen Fall. Wo guckst du? Guckt da mal jemand hinten bei dir raus? Wir sind so um die 20, so 20 Grad heute. Ja, super. So, gibt es sonst noch Neuigkeiten im Bockheide, die ich unbedingt wissen muss? Nö. Alles gut. Bleib mal noch da, dann gehst du ja Game of Keks. Ja, ich hätte jetzt kein Problem, noch eine Woche zu verlängern. Ist schön hier. Wie gesagt, wir waren halt in Siena unterwegs. Das ist total cool. Eine richtig alte Stadt mit schmalen Gassen und dergleichen mehr und lecker Eis. Ja, italienisches Eis. Das kennt man ja, ne? Lecker. So, dass alles funktioniert, habe ich hier schon ein paar Bilder drüber geblendet. Genau, und du hast ja schon ein paar Bilder von mir, blendest dir die mal ein, guckst du mal. Alles klar. Dann, pass auf, grüß deine Frau. Vergiss nicht, dass du einen Hund mit hast, wenn du zurückfährst, dann musst du auch wieder mit. Ja, die fühlt sich auch wohl hier. Die ist ganz artig. Klappt alles super. Herzlichen Dank. Jo, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin. Genießt eure Ferien noch, die letzte Woche, ne? Na klar. In Borkheide. Und tschüss. Tschüss. Der kann aber auch nicht ohne uns, war der Lutze. Na gut, er ist ja bald wieder da und dann hat er uns alle wieder. Was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Wetter zum Ende. Es war ja ein bisschen wechselhaft und es wird auch die Woche so bleiben. Temperaturen doch immer noch oberhalb der 20 Grad. Aber wie man hier im Regenvorschaufilm sieht, wird es zur Mitte der Woche beginnend Mittwoch einige Regenschauer geben können, zwar noch nicht so groß und so viel, das kommt dann zum Wochenende wahrscheinlich ein bisschen heftiger. Dann sind auch teilweise bis zu 8 Litern pro Quadratmeter möglich. Unser Sandboden steckt das locker weg, da wird hier nicht viel passieren. Aber es wird halt eine durchwachsene Woche und danach geht es vielleicht ein bisschen besser weiter. Also nach diesem Wochenende sieht der Regenvorschaufilm ein bisschen besser aus für die kommende Woche. Drücken wir die Daumen, dass es besser wird. Immerhin bleibt die Waldbrandstufe dadurch gering. So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir es heute nicht so lang. Ich warte mal, dass der Lutze nächsten Montag wieder da ist. Herzliche Grüße von hier. Kommt gut durch diese Woche. Der Montag ist fast geschafft. Bis zur nächsten Woche und tschüss.